Ich bin der beste Automechaniker, wenn ich das mal sagen darf. Einfach gesehen und sofort eingebaut. Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu Pacific Drive, das Spiel, das wir schon in der Demo ausprobiert haben. Das hier ist nicht mehr die Demo, wir sind nicht mehr in Kansas, meine lieben Freunde. Nein, wir sind in der Release-Version jetzt schon, mitsamt Deluxe-Edition-Inhalt. Das bezieht sich vor allem auf gestalterische Inhalte. Und ich möchte an der Stelle gleich mal auf eine Änderung hinweisen, bevor wir jetzt direkt ins Spiel einsteigen. Was ich sehr schön finde, ist, dass man unter Spielweise extrem viele Modifikationen zur Verfügung hat. Ich glaube, die waren noch nicht alle in der Demo drin. Man kann die Fahrzeugmacken einstellen, wann die auftreten, wie viel Schaden das Fahrzeug nehmen soll, der Spieler. Man kann im Grunde wahnsinnig viel einstellen, ob das Spiel pausiert werden soll im Menü, Autoschaden, Spielerschaden, ob die Scheinwerfer unerschöpflich sind oder ob die irgendwann ausgehen, wie das Handling bei nassem Wetter ist, ob das das Fahrverhalten beeinflusst oder nicht. Also man kann wahnsinnig viel modifizieren, einstellen. Das finde ich unglaublich geil. Schon mal jetzt direkt was Positives, was mir aufgefallen ist, als ich im Menü war. Genau, wir gehen mal rein ins Spiel, würde ich sagen. Und wir wählen uns hier mal direkt einen leeren Spielstand ein. Möchtest du die Einstellungen vorm Start anpassen? Du kannst sie jederzeit im Spiel ändern. Ist auch schön, dass man jederzeit die Einstellungen anpassen kann. Und wir starten direkt jetzt. Und wenn ihr das hier feiert, dass wir uns wieder Pacific Drive in der finalen Version reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr sehen wollt. Die Olympic-Halbinsel war im Jahr 1947 der Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreiteten sich Gerüchte über fantastische Erfindungen, die diese Technologie ermöglichte. Aber auch über nächtliche Evakuierungen. Okay, es war wieder zu schnell, wie in der Demo. Die Regierung riegelte die Halbinsel 1955 teilweise ab und legte das Sperrgebiet der Olympic Exclusion Zone an. Das Sperrgebiet wurde über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert, bis die Regierung es einschließlich stilllegte und sämtliche Zugänge versiegelte. Hervorragend. Und genau, das hatten wir alles schon in der Demo gespielt. Ich bin mal gespannt, ob es da jetzt Unterschiede gibt. Was darin geschah, wurde niemals veröffentlicht gemacht. Veröffentlicht. Genau. Ich bin gespannt, ob es da jetzt Unterschiede im Prolog gibt zur Demo-Version oder ob das jetzt genau das gleiche ist und ob vor allem auch die erste Mission genau das gleiche ist. Ich weiß ja jetzt schon so ein bisschen, was ich tun muss. Auf jeden Fall losfahren. Also das Radio ist noch an. Wenn jetzt irgendwelche Interferenzen kommen oder Dialoge, die wichtig sind, höre ich die trotzdem noch. Aber ich habe jetzt mal die Musik komplett ausgemacht. Wie gesagt, ich will jetzt hier jetzt nicht in Teufels Küche begeben. So, jetzt sind wir mal gespannt. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, ob es jetzt Unterschiede gibt zur Demo. Ich gebe auch mal ein bisschen mehr Stoff hier jetzt, weil wir wissen ja im Endeffekt schon, was kommt. Also, naja. Irgendwie habe ich das Gefühl, in der Demo haben sie aber bestimmt noch nicht alle Elemente, die im Prolog möglicherweise schon auf spätere Ereignisse hindeuten könnten, drin gehabt. Das wäre so ein typisches Ding, dass man so ein bisschen was noch entfernt, um den Überraschungsmoment nicht zu zerstören. Bin ich mal sehr gespannt. Die Demo hat mir schon ganz gut gefallen eigentlich. Das Einzige war so ein bisschen, das Inventarmanagement war so ein bisschen Banane teilweise. Man kann jetzt sogar einstellen, das habe ich tatsächlich mal eingestellt, dass man, wenn man im Inventar ist und gerade Dinge sucht, dass man keinen Umgebungsschaden bekommt. Also, dass ich dann nicht irgendwie gegrillt werde und ich krieg's gar nicht mit. Das ist eigentlich ganz praktisch. Kann man auch ausschalten. Wie gesagt, man kann sehr, sehr viel ein- und ausschalten bei den Schwierigkeitsgraden oder Gameplay. Kann man sehr, sehr viel hinzufügen und wegmachen. Ich finde das schon ganz angenehm, dass wenn ich schon eh am Rumfuchteln bin im Inventar, Scheinwerfer an, dass ich dann nicht noch zusätzlich zusehen muss, ne? Dass ich keinen Schaden bekomme und so. Das ist ja, manchmal kriegt man das halt einfach nicht mit, ja. Da wundert man sich dann, warum man gerade am Sterben ist. Ich höre da schon wieder dieses Geräusch. Das ist mein Radio, oder? Ich glaube, das ist eine Interferenz im Radio gewesen, tatsächlich. Wenn ich jetzt Musik angehabt hätte, wäre das wahrscheinlich verzerrt gewesen. Okay, jetzt kamen ja hier, glaube ich, diese schwebenden Steine und dann gab es da diese Explosion. Aber der Zaun, war der da in der Demo schon an der Stelle?
Ja, genau, hier fangen die Anomalien an. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht wahnsinnig beeindruckt bin von dem, was da passiert, wundert euch nicht darüber. Das haben wir halt mehr oder weniger alles schon gesehen, ne? Uiuiui. Boah. Okay, das hat jetzt aber hart rübergezogen. Das war ich jetzt nicht. Das war jetzt irgendwie... Okay. Es scheint ein bisschen mehr Einfluss auf die Steuerung zu haben, was da passiert. Es ist nicht mehr so ganz easy going, da einfach durchzurauschen. Oh mein Gott. EMP. Meine lieben Freunde. Boah. Es hat mich aber wieder erwischt. Oh mein Gott. Oh, wo sind wir? Was ist passiert? Es ist, das Auto ist geplatzt. Wieder einmal. Und der Staub liegt in der Luft vor meinem Auto. Wieder einmal. Und merkwürdigerweise hat es mich nicht erwischt. Wieder einmal. So, warte mal. Ich renne jetzt einfach zur Olympic Exclusion Zone. Finde eine Transportmöglichkeit. Es ist schon abgefahren auf jeden Fall. Im wahrsten Sinne. Ich würde sagen, mein Auto ist abgefahren. So, hier unten war ja dann das andere Auto irgendwie. Da hinten könnte man natürlich auch langlaufen. Mache ich jetzt aber mal nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege hier Schaden, wenn ich hier länger verweile. Obwohl, manchmal ist es schon ein bisschen verlockend, auch mal so ein bisschen zu gucken, was so links und rechts vom Weg passiert. Intuitiv richtig gemacht mit dem Springen. Ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, was hier schon passiert irgendwie. So, und hier machen wir einen Fußtritt. Genau, immer schön treten. Dieses komische Zeug kommt auch näher so ein bisschen, ne? So, hier müssen wir jetzt das Rad wechseln. Das ist immer noch mit gedrückt halten, ey. Okay, so, ich glaube, das ist es schon gewesen. Steige in das Auto ein, genau. Ich habe das Auto mal getreten. Erstmal gleich bekannt machen mit dem Auto. Einschalten. Okay, das muss man nicht mehr mit der Maus machen. Achso, Gangschaltung. Wie war das? In Dauerbetrieb schalten? Okay, keine Ahnung. Man kann das auch mit A und D jetzt anscheinend steuern. Die, Alter. Okay, die Steuerung ist irgendwie... Alter. Okay, irgendwie ist mit der Steuerung... Das ist irgendwie komisch. Ich glaube, das Fahrzeug ist eindeutig kaputt. Also kaputter als in der Demo. Aber ich habe einen Kompass immerhin jetzt da oben. Hatte ich den in der Demo auch schon gehabt? Nee, ich glaube nicht, oder? Da war noch kein Kompass oben auf dem Armaturenbrett drauf. Oder ich habe es einfach nie gesehen. Könnt ihr mir gerne schreiben in die Kommentare, ob der schon vorher da war oder nicht. Wie er mich volltextet. Wie ich die Schutzmauer überwunden habe, das möchtest du wissen? Oh nein. Zapfe Benzin ab. Ach ja, das war ja die Sache. Ich erinnere mich. Aufmachen, schnell. Und da müssen wir uns, glaube ich, jetzt beeilen. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen näher ranfahren sollen wieder, wa? War wieder der... Ah, nee, ich konnte ja nicht. Ich zapfe jetzt mal nur das Nötigste. Weil ich glaube, da gab es ja gleich dann auch Schaden. Wenn mich nicht alles täuscht. Befülle den Benzintank, genau. Kann ich mich dabei eigentlich umgucken? Nee. Leg mal den Kanister ab. Okay, das musste ich jetzt irgendwie einsteigen, schnell. Oh ja, genau, da kommt nämlich der tödliche Bereich. Ah! Los! Und los! Fahr, fahr, fahr! Um Gottes Willen! Ah! Nö! Ah! Es tut weh, es tut weh, es schmerzt! Aber ich kann mich ja gleich heilen in der Tankstelle, alles gut. Wie gesagt, wenn ihr meine unvoreingenommene Reaktion sehen wollt, könnt ihr euch auch nochmal die Demo-Episoden anschauen. Das ist vielleicht ein bisschen lustiger, weil ich da natürlich nicht weiß, was auf mich zukommt. Und soweit ist es eigentlich ziemlich genau wie in der Demo bisher eigentlich.
Also eigentlich kein großer Unterschied bisher, muss ich sagen. Ist fast genau das gleiche. So, da ist die tankende Stelle. Alter, man schleidet viel mehr, ey. Das ist ja richtig heftig. Das Ding fährt irgendwie, als wenn da irgendwie, weiß ich nicht, Bobbycar-Räder drunter sind. Oh, Kacke. Nein, das war schlecht. Ich hab einfach durchgemusst. Fahr. Fahr doch. Um Gottes Willen, fahr, Mann. Oh, Alter, die Fahrphysik ist ganz anders, ey. Die ist ganz anders als in der Demo. Ich glaube, die wollten das nochmal ein bisschen intensivieren, dass sich das mehr anfühlt wie ein kaputtes Fahrzeug. So, ihr merkt schon, ich rede auch über die Dialoge drüber, weil das kann ich unmöglich immer jetzt berücksichtigen, wenn hier Action passiert und so parallel. Die Dialoge sind teilweise auch, also ich weiß nicht. Oh, mein Rad ist ab. Ich habe ein Rad ab, glaube ich. Ich glaube, ich fahre gerade auf der Felge. Finde einen Weg ins Gebäude. Hier hinten ging, glaube ich, die Tür auf. Okay, mach mal einen Motor aus und mach. Ja gut, das brauchen wir, glaube ich, eh nicht mehr festziehen. Ja. Hä? Okay. Darf ich jetzt nicht aussteigen oder was? Was ist das denn jetzt? Okay, ich verstehe es nicht so ganz. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler am Start. Kann das sein? Oder darf ich hier nicht aussteigen? Ich kann nicht raus. Das ist ja jetzt ungünstig, wa? Kann ich nach hinten klettern? Nee, kann ich nicht. Okay, also in letzter Zeit, muss ich sagen, habe ich teilweise echt ein bisschen Pech mit Bugs. Ah, jetzt hat, okay. Warum auch immer es jetzt geklappt hat. Ich verstehe es nicht. Hier kommen wir nicht rein. Da war zu, genau. Ja, fängt ja gut an. Hier ist offen, genau. Einschalten. Und da geht die Tür auf. Ich bin ja bestimmt ein bisschen kaputt, oder? Ich bin mindestens so kaputt wie dieses Auto. Ah, nimm den Rucksack aus der Werkbank, okay. So, haben wir. Lege das Mechanikerauge an. Nimm das Mechaniker-Headset, das neben der Karte liegt. Hängt. Ach, da. Sehr schön. So, jetzt können wir nämlich auch sehen, was wir machen müssen. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Erstmal hier heilt, genau. Repariere das Auto. Fahre das Auto in die Werkstatt. Nee, warte, die Tür kannst du zumachen. Okay, ich komme nicht ins Auto rein. Irgendwie. Einfach mal das Auto treten. Soll ich schieben? Warte mal, kann ich das Auto schieben? Nee. Das ist irgendwie. Warum kann ich jetzt ins Auto nicht rein? Aber jetzt nicht, weil der Reifen ab ist. Warte mal, vielleicht muss ich den Reifen wieder anbauen. Ja, bringe das Rad wieder an. Ja, okay. Vielleicht liegt es echt daran. Das könnte damit zusammenhängen, dass das Rad ab ist. Kann ich jetzt wieder einsteigen? Moment, nochmal die Tür zumachen. Ah, jetzt geht's, okay. Ja, lag wahrscheinlich da. Aber das war krass, dass ich auch beinahe nicht hätte aussteigen können, ne? Weil das Ding weil das Rad ab war. Also wir sehen, das geht nicht notwendigerweise alles schneller als in der Demo. Aber zumindest wird die Sucherei und Rätselei wird wahrscheinlich etwas weniger. Ja, guck mal, jetzt steigt er nämlich auch vernünftig aus. Führe eine To-Do-Liste. Headset OS öffnen. Backspace. Tab. Ah. Baupläne. Primitive Tür. An Checkliste heften. Okay, haben wir gemacht. Hole die Gegenstände deiner Checkliste. Durchsuche den Kofferraum des verlassenen Autos. Ach ja, da brauche ich die Brechstange, genau.
Ah, dieses Gedrückthalten von den Tasten, ne? Das ist so ein bisschen so minimal schwierig, sag ich mal, ja. Da muss ich mich echt erst wieder dran gewöhnen, ja. Das ist nicht so intuitiv immer. So, hier haben wir so Flares, dann haben wir hier Blaschte. So, und mehr ist es nicht, glaube ich. Durchsuche den Müllcontainer. Nach einem wichtigen Gegenständen, genau. Also der spuckt ja immer Sachen aus. So, da habe ich, genau. Fackeln, das Zeug. Und jetzt habe ich ja hier diese verschrottete Räder und Platten und Türen des verlassenen Autos. Also das ist anscheinend immer noch so. Man kann die Schrottautos, selbst wenn da ein Rad davor steht, kann ich das Rad anscheinend nicht einfach nehmen und anbringen. Weil ich muss quasi dann immer ein neues Rad für mein Auto bauen aus den Teilen, die ich verarbeitet habe hier. Also aus den Gummiteilen und so. Naja. Das ist halt so eine Sache, ne? Da muss man halt, das muss man berücksichtigen. Das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht in der Demo. Also es sei denn, es liegt wahrscheinlich einfach wirklich ein intaktes Rad irgendwo an der Wand oder so. Und nicht am Auto selber. Weil die Räder am Auto, also an diesem Schrottauto hier, die kann ich wohl gar nicht wirklich benutzen. Oder vielleicht später geht das vielleicht, wenn man schon mehr Progress gemacht hat und so. Stelle eine primitive Tür her. Machen wir das mal. Hervorragend. Haben wir hergestellt. Und jetzt kann ich die Tür dort einsetzen. Nice. Repariere die Karosserie. Hole den Reparatur-Kit aus dem Spind. Das war das Ding hier, diese komische Pampe. Und da ist sogar noch mal ein Ersatzrad. Das Medkit können wir mal eigentlich noch reinstecken hier. Können wir das Ersatzrad... Warte mal, das kriegen wir auch noch rein, oder? Ne, kriegen wir nicht, warte. Mach das mal hier unten hin, das mal hier hin. Ein bisschen Inventar-Tetris. Konnte ich die Sachen, konnte ich ja auch drehen, genau. Ja, hier würde ich nämlich gerne gleich noch ein besseres Rad noch anbringen. Benutze das Reparaturkit, um das Auto zu reparieren, genau. Machen wir das mal. So, das wird ja alles dann hochrepariert, nehme ich mal an. Wurde doch komplett repariert, oder? Ja, genau. Muss ich es nur einmal draufklatschen. Stoßstange sollte man auch... Hier fehlt noch ein Teil. Die Tür ist fast kaputt. Sehr schön. Hier noch auch noch draufklatschen. Und oh, ja, hier hinten auf jeden Fall. So, noch irgendwas, was kaputt ist. Ja, hier fehlt eh ein Teil. Hier fehlen Teile. Oben drauf kann ich nicht. Unten drunter kann ich auch nicht. Aber das sieht schon wieder deutlich intakter aus als vorher, muss ich mal sagen. Scanne den Platten. Der Platten mit C. Gedrücktheiten, genau. Repariere den Platten, indem du ein Abdichtkit herstellst und benutzt. Oder ersetze den Platten gegen einen Ersatzreifen. Weißt du was? Wir nehmen den Ersatzreifen einfach. Five drauf. Schmeißt das dahin, genau. So, dann gehst ins Inventar. Nimmst den Riven in die Hand. Guck mal, das geht viel besser als in der Demo. Wäre aber auch merkwürdig, wenn ich überhaupt nichts gelernt hätte. Scanne das lockere Rad, rüste ein Mechaniker-Kit aus. Das lockere Rad. Scannen, okay. Lockeres Rad. Ein Mechaniker-Kit soll ich ausrüsten. Habe ich eins dabei, dass das hier war? Verwende das Mechaniker, um das lockere Rad zu reparieren. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, sieht so aus, oder? Rüste das Auto aus. Vorbereitung für das Sperrgebiet. So, was war da jetzt an Vorbereitung? Ah, hier. Pappkartons, genau. Die müssen da rein. Das war mein Inventar, genau. Ich erinnere mich, da kann ich Sachen ablegen da drin. Und hier war, das war, glaube ich, eine Werkbank. Damit ich Dinge produzieren kann. Und das ARC-Gerät einbauen. Wo auch immer es passt. Okay. Sehr schön. Wunderbar. Baue das ARC-Gerät auf den Beifahrersitz. Jupp, so sieht das gut aus. Ausgezeichnet. Guck
Wollen wir den noch mitnehmen als Reserve? Komm, den nehmen wir noch mit als Reserve. Den packe ich hinten rein. Da können wir ja ein Reparaturkit für den Reifen noch herstellen. Nimm dir den Zahnradbauplan neben dem vorderen Werkstatttor. Ah, genau, machen wir das mal. Wie das plötzlich im Gesicht ist. Nimm dir den Impulshammerbauplan. Ja, das Ding ist das erste Werkzeug, das wir uns selber herstellen müssen. Nutze die Pumpe, um den Benzintank zu füllen. Oh ja, das müssen wir auch unbedingt machen, ganz wichtig. Nehmen und füllen. Schön voll machen auf jeden Fall. Wir brauchen jeden Tropfen, den wir kriegen können. That's what she said. Und dann wieder rein damit, genau. Ich kann auch die E-Taste einfach gedrückt halten. Lege den Schalter, um die Batterie aufzuladen. Ah, hier war das, genau. Der Projektor an der Wand, genau. Routenplaner. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. Ja, genau. Da haben wir ein Achievement gekriegt. Die Werkstatt, sehr schön. Dann lass doch mal das machen. Steigen wir mal ein und fahren da mal hin. Ich meine, wir haben es ja im Endeffekt schon mal gemacht, ne? Aber das muss nicht heißen, dass es besser läuft. Mal sehen, ob es jetzt besser fährt. Bin ich mal gespannt. Aber es sieht schon irgendwie cooler aus jetzt, oder? Guck mal, man hat da rechts jetzt das Interface besser im Blick von dem, von der Health-Anzeige, von dem Auto. Und da sind auch noch ein paar mehr Anzeigen. Da sind auf jeden Fall jetzt auch mehr Anzeigen im Auto, dass man ein bisschen mehr Übersicht auch noch hat, genau. Fahren wir da mal jetzt hin. Radiosender, Wohngebiet, Feuchtwald, äußerer Ring. Ja, wie gesagt, ich habe die Musik ausgeschaltet, sicherheitshalber. Ich bin nicht sicher wegen Copyright. Ja, toll, wir haben hier voll den Regenschauer. So, warte. Ausschalten, feststellen und aussteigen. Ah, okay, man muss anscheinend jetzt den Sicherheitsgurt noch lösen, oder? Was ist das? Okay, guck mal. Ist mein Rucksack irgendwie kleiner geworden? Mir kommt es irgendwie so vor, als wenn ich weniger tragen kann als vorher. Aber kann auch Einbildung sein. Vielleicht hatte ich das Ding auch nicht dabei in der Demo. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher. So, was soll ich jetzt nochmal machen? Ich soll Dinge finden. Genau, Teile für dieses komische Werkzeug da, dieses eine. Finde und scanne einen Plasma-Generator. Ach ja, genau, das war das Ding hier vorne. Das müssen wir erstmal scannen. Hervorragend. Ich leg mal ein paar von den Bauteilen. Oder wir, das Reparaturding legen wir mal hier hinten rein. Und das Medkit legen wir mal auch hier hinten rein. Dann haben wir nämlich für das Sammeln von den Gegenständen und den Ressourcen haben wir dann nämlich mehr Platz hier. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Headset OS öffnen. Baupläne. Impulshammer. Okay, anheften, genau. Macht das mal. Durchsuche die Gebäude und verschrotte Autos, um die hergestellten Materialien auf der Liste zu finden. So, hier war ja dieser komische Tank, den ich beim ersten Mal nicht gefunden habe. So, wir brauchen nochmal Schrauben. Ah, guck mal, hier kommt man jetzt diesmal nicht rein, wie es aussieht. Kann ich das vielleicht mit dem Brechdings? Warte mal, scan das mal. Verriegelt, kaputtes Tastenfeld. Einfach mal draufhauen. Aufschneiden vielleicht? Geht das? Nee, geht glaube ich nicht. Okay, warte, wir brauchen ja eigentlich nur Schrauben. Vielleicht kriegen wir die ja auch. Guck mal, da habe ich sie schon gekriegt. Da kam gerade komisches Geräusch aus der Gegend. Da hinten. Warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken. Was ist hier drin? Wer macht hier Krach?
Was ist da oben drin? Oh, eine Leuchtpistole. Ich nehme die mal mit. Vielleicht kann ich damit irgendwas abwehren. Gefahr. Was? Was, wie, wo, was, wie, wer, was? Egal. Ich glaube, wir können jetzt das Ding machen, den Impulshammer. Links steht, dass wir alles haben. Impulshammer, Fehler, Materialien verfeinern. Ach so, ja, genau, stimmt. Ich brauche noch Zahnräder. Zwei Stück. So, und dann Impulshammer einmal herstellen. Sehr schön. So, da haben wir ihn auch direkt in der Hand. Und jetzt können wir das Ding hier platzen lassen. Wunderbar. Und dann nehmen wir hier alles raus. Genau, auch das ganze Glas am besten. War da noch so ein Ding? Hier hinten? Weil die haben ja hier noch Strom eigentlich. Ah ne, der war schon kaputt hier. Genau, ich erinnere mich. Okay, dann können wir jetzt eigentlich direkt losziehen. Müssen wir eigentlich jetzt hier nicht länger warten. Möchte eh nicht bei diesem hässlichen Wetter draußen rumstehen. Okay, super. Das lief doch schon mal sehr gut. Oh nein, diese komischen Dinger. Das hat mich gesehen. Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Was macht das? Was zum Teufel? Wie kann ich mich dem erwehren? Was ist das? Also, die waren nicht ganz so zutraulich in der Demo. Kann ich mich erinnern. Warte mal, müssen wir hier nicht... Wir müssen doch hier... Vorsicht, ich wurde getroffen. Mist. Ja, ich möchte gerne am Leben bleiben. Ich möchte mal ganz kurz hier mal parken. Mach mal das aus. Und mach mal hier... Steig mal aus. Da müssen wir ran, da müssen wir ran, da müssen wir ran. Du bist... Was? Nein. Ah! Verdammt nochmal. Mach es, komm. Sehr gut. Und nimm. Lauf. Haben wir das Zeug? Drei. Warte mal, da hinten war doch noch einer irgendwo. Hier. Wo kommt der Blitz? Da kommt der Blitz. Und kabum. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt schnell noch zu dem anderen. Dann haben wir nämlich die fünf. Ja. Lauf. Sehr gut. Damit haben wir alles. Wunderschön. Ich kann mich echt nicht auf das konzentrieren, was die sagen, ey. Ganz ehrlich. Erstens ist die Qualität von der Funkübertragung viel zu schlecht. Und zweitens muss ich meine ganze kognitive Leistung hier auf das Gameplay hier gerade legen. Das ist echt ein bisschen ungünstig, dass die einen so volltexten, wenn man gerade so voll am Multitasken ist. Muss den Blitzen ausweichen, muss die Dinger da kaputt schlagen. Ich meine, gut, ich hätte mir auch hier die Sachen holen können von hier. Aber egal. Lokalisiere den Radiosender. Warte mal, fahr mal nicht in den seinen Leuchtradius. Der wird gar nicht im Rückspiegel. Ah doch, wird er tatsächlich angezeigt. Zum Radiosender müssen wir. Okay, warte mal, das war doch hier irgendwo... Müssen wir da nicht abbiegen hier irgendwie? Warte mal. Ah ne, der war da geradeaus weiter. Okay, alles einfach weiterfahren, weiterfahren. Ich meine, ist jetzt halt die Frage, da sind ja noch mehr von diesen Containern. Man profitiert bestimmt davon, wenn man ein bisschen mehr mitnimmt, als das, was man benötigt, könnte ich mir vorstellen. Weil man muss ja auch damit rechnen, dass es nicht so leicht bleiben wird wie hier. Vorstellungsrunde, was? Okay, hier sind diese komischen Puppen. Die darf ich nicht wegrammen, glaube ich. Sollte ich zumindest versuchen zu vermeiden. Wollen wir mal ein bisschen tanken noch? Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Vielleicht nach dem Radio vielleicht, wenn wir beim Radio waren. Aber auf jeden Fall noch bevor wir den letzten Run machen, würde ich sagen. Vorsicht. Also die Fahrphysik haben sie irgendwie nochmal sensibler gemacht, glaube ich. Das hat nicht so gebounced. Und du merkst auch wirklich jede Beschädigung am Fahrzeug sofort. Wenn irgendwas ist, also auch mit den Rädern vorhin, das merkst du einfach, wenn da was ist.
Das muss sofort gegenlenken und so. Mein vorderes Licht ist ein bisschen jetzt kaputt gegangen. Man merkt halt sofort, wie sich das Fahrzeug verhält. Auch der Boden, die Beschaffenheit merkt man auch sofort. Auf jeden Fall auch viel krasser als in der Demo noch, finde ich. Oder vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich meine, das ist schon so. Und ich finde es auch gut, dass man jetzt die Helds-Anzeige von dem Auto besser sehen kann, dass man da nicht immer nach rechts gucken muss jedes Mal. Entweder haben sie es mit dem Field of View gelöst oder sie haben den Monitor einfach weiter nach links gerückt. Weil ich glaube, in der Demo musste ich noch so rüber gucken, glaube ich. Oder? Oder war der da auch schon so im Bild? Ich weiß es nicht. Vielleicht falsche Erinnerung, keine Ahnung, kann alles sein, ja. So. And that's where my Arc device comes into play. Aha. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the Arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the Arc device to charge it. But don't you worry, you're pretty much. Mein Gott, da kommt echt nicht zu Wort, wenn man sie ausreden lassen will, ne? There's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Okay, also das war gerade wichtig, was sie gesagt hat, weil einige haben gesagt, warum fährst du nicht einfach, statt das Portal zu benutzen am Ende, wo du ja dann das Risiko hast, dass du das nicht schaffst und dabei stirbst, also statt diesen Anker zu holen und das Gerät zu aktivieren und so, die Portale, warum fährst du nicht einfach denselben Weg raus, den du genommen hast ursprünglich? Und sie hat gerade gesagt, das geht nicht, weil die Anomalie hinter mir den Weg unpassierbar macht. Das heißt, selbst wenn ich wollte, könnte ich da nicht hin. Ich muss das Ding aktivieren. Ich kann nicht denselben Weg zurücknehmen. Das haben einige gefragt und stimmt, in dem Dialog hier hat sie es gerade selber gesagt. You can't simply take the way back oder so, was sie da gesagt hat. Also führt nichts an dem lustig-launigen Portal vorbei, das wir gleich aktivieren werden. Jetzt muss ich aber, glaube ich, doch mal nochmal tanken, sicherheitshalber. Verwende die Arc-Geräte, um einen Ankerplatz zu finden und anzufahren. Ein kleiner Test. Was genau ist denn der kleine Test? Warte mal, mein Tankstutzen war... Wo waren der nochmal? Auf der anderen Seite, wa? Ist da gerade dieser Bus aus dem Boden aufgetaucht da hinten? Mein Stutzen war rechts, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Nicht, dass ich jetzt wieder mit der falschen Seite ranfahre. Ich krieg sowas immer besonders gut hin. Aussteigen. So, gib mir mal hier die Zapfpistole. Ja, natürlich. Habe ich wieder falsch rumgedacht. Ach man, ich bin kein Autofahrer, sollte ich dazu sagen. Merkt man überhaupt nicht, Spielwehr? Wieso steigst du nicht ein? Ah, jetzt. Ich bin kein Autofahrer, ja. Ach, shit. Ich habe keinen Führerschein, sollte ich vielleicht dazu sagen. Für alle, die es nicht wissen und den Kanal sonst nicht verfolgen. Ich habe weder einen Führerschein, noch habe ich ein Auto. Logisch, wenn ich keinen Führerschein habe, kann ich auch kein Auto haben. Also könnte ich, aber würde keinen Sinn ergeben. Und ja, ist auf jeden Fall so eine lustige Sache. Deswegen ist das hier auch nochmal eine ganz, ganz, ganz besondere Art von Let's Play. So, nimm das mal weg. Genau, soll ich mal da mit dem Stößel... Wo ist eigentlich der Stößel? Warum habe ich den eigentlich nicht mehr in der Hand? Ist der noch in meinem Inventar? Warte mal. Habe ich den da oben jetzt fallen lassen? Weil er das Ding jetzt in die Hand... Das habe ich fallen lassen, das Teil, wa? Der hatte keinen Platz drin gehabt, wa? Ja, ja. Okay, dann müssen wir da jetzt nochmal hoch. Hilft alles nix. Na, tolle Wurst. Aber ich habe ja getankt. Hauptsache, der Bär hat getankt. Weil ich wollte nämlich gerade nochmal hier eins von diesen Dingern da nochmal zerlegen eigentlich. Wird es gerade Nacht? Ganz ehrlich, ich glaube, das ist gerade dunkel geworden. Aber ich habe die Helligkeit ein bisschen hochgedreht. Weil ich mir so gedacht habe, ja, könnte vielleicht schlau sein. Damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt im Video. Weil im Video ist ja alles tendenziell auch immer ein bisschen dunkler. Also alleine schon wegen YouTube-Kompression und auch Videokompression und so, da geht immer Helligkeit auch verloren. Und gerade auch in dunklen Passagen geht dann auch Detailgrad verloren. Und deswegen habe ich es ein bisschen heller gemacht. Falls sich der ein oder andere wundert, warum das bei mir vielleicht nachts ein bisschen heller ist als bei ihm.
Ja, dadurch leidet natürlich ein kleines bisschen bei mir jetzt der Horror-Effekt auch, aber es geht nicht anders. Also das heißt, es geht nicht anders, ist es einfach für euch besser. Ihr seht mehr. Vielleicht, ihr seht die Dinge eh immer lange, bevor ich sie sehe. Ja, da liegt tatsächlich das Teil. Warte, da steige ich jetzt einfach so aus. Da liegt es tatsächlich. Ich werde wahnsinnig, ey. Okay, da muss man echt aufpassen. Nicht, dass ich das irgendwie mal dann komplett verliere und so. Das ist echt gemein, ja. Das sind echt so die kleinen, fiesen Fallen von diesem Inventar-Tetris, was man hier spielen muss. Im Grunde eigentlich der wahre Horror ist das Inventarmanagement in diesem Spiel und gar nicht so sehr, was um einen rum passiert. Was um einen rum passiert, das stresst einen meistens eh nur so ein bisschen, weil das meistens immer so Sachen sind, die so einen Zeitdruck erzeugen, wie zum Beispiel solche Anomalien, die sich ausbreiten oder so ein Portal, was irgendwie sich schließt oder keine Ahnung. Das ist eigentlich ja gar nicht so brisant. So, jetzt müssen wir ja diese Anker abholen. Das machen wir jetzt einfach mal. Sieht schon ganz schön spooky aus, wenn das so neblig ist, ne? Ich habe irgendwie Bock, noch ein bisschen Material zu sammeln, muss ich sagen. Aber es wird auch irgendwie gerade gefühlt hier alles schon wieder ein bisschen aggro. Warte mal, da ist so eine kleine Station. Was ist denn da drin? Das ist doch neu, oder? Das Häuschen da? Warte mal kurz, zieh mal hier das an und mach mal aus. Ich will mal kurz hier reingucken, was hier drin ist. Das sieht irgendwie krass aus hier. Kann ich da rein? Ja, warte. Es geht anscheinend, wenn ich... Ja, wenn ich das Brecheisen benutze. Vielleicht mal ein bisschen was plündern noch. Guck mal, wir können ja noch mitnehmen hier. Geht ja noch was. Was ist denn hier noch so? Hier ist noch ein Kühlschrank, okay. Oh, da ist Essen drin. Okay, warte, ich muss mal ein paar Sachen weglegen tatsächlich. Es wird definitiv Nacht gerade. Oh, Gefahr. Warte mal, das ist nicht gut, oder? Wenn da Gefahr steht. Wie gefährlich ist es denn? Verliere ich gerade Leben? Ja, ich verliere Leben. Aber jetzt ist wieder alles gut. Mein Auto steht anscheinend in der Gefahrenzone. Also ja, ich muss ja einfach erstmal nur hier das Zeug mit einsacken jetzt. Weil dann können wir nämlich vielleicht auch nochmal dann das Auto verbessern. Was ist das Telefon? Kann ich das scannen? Kleine Elektrogeräte. Ah, die kann ich jetzt zerlegen oder was? Ja, stimmt, kann ich verschrotten. Ja, geil. Ah, da sind Platinen drin. Ich glaube, das war schlau. Nein, verdammt. Okay, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie mal ein größeres Inventar bekommen kann. Das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Hier wächst ja ein Baum. Oh Gott. Ich glaube, hier sollte ich mich nicht zu lange aufhalten. Nimm mal hier irgendwie was zu dir vielleicht. Scheiße. Ich möchte es gerne nehmen. Warte mal, wie kann ich das denn nehmen? Verschieben, benutzen. Mit rechter Maustaste gedrückt halten, genau. Hier, leg mal das alles hier mal ab, den ganzen Spaß. Warum ist denn jetzt hier die Anomalie, ey? Okay, egal jetzt, warte. Hier vorne ist auch noch eine Kiste. Quietscheentchen sind wichtig fürs Reparieren und so. Hier, das wollen wir auch noch alles mitnehmen. Noch irgendwas? Hier, warte, das... Kann ich das scannen? Was? Scan-Vorgang unterbrochen? Achso, weil ich es nicht fertig scanne. Was? Hä? Irgendwie stand da gerade was von unterbrochen. Ich glaube, ich kann es trotzdem zerlegen. Ja, okay, kann ich trotzdem machen. Okay, nimm das alles mit auf jeden Fall. Noch irgendwas? Noch irgendwas? Was ist das eigentlich für ein Plakat? Was? Fressen? Fräsen? Warte, hier ist ja eine Kiste. Oh, alles mitnehmen, soweit es zumindest geht. Ich glaube, einige werden mich für mein Inventar Tetris schon wieder lynchen wollen, aber das ist halt echt so eine Sache, ja. Okay, ich glaube, ich gebe mich damit jetzt einfach mal zufrieden. Ich lege jetzt noch ein paar Sachen hier ab, schnell. Schnell genau die Fackel, das hier legen wir mal weg, das legen wir. Wir müssen mal so viel weglegen, dass wir genug Platz haben, um Werkzeuge, die nicht mehr in die Hand passen. Zum Beispiel das, genau, um das dann halt rauszunehmen aus dem Inventar, genau. So, warte, jetzt fahr los. Fahr mal zum ersten Dings. Warte mal, da ist gleich, da ist gleich rechts einer. Ja, komm, mach Zünde.
Wir können ja so ein bisschen näher ranfahren mit dem Auto. Und dann laufe ich da einfach mal hin jetzt. Ich möchte nämlich jetzt hier nicht Offroader spielen eigentlich. Das ist hier nicht Mudrunner. Ich glaube, das Teil war hier oben irgendwo. Da hinten. Ja, ja, ist gut. Lass mich doch, stress mich doch nicht, Mensch. Stabiler Anker, genau. Jetzt schnell weglaufen. Denn dieses Ding macht Schaden. Nein, nicht da. Leg es rauf. Okay, sauber. Ich muss mal ganz kurz so eine Konserve zu mir nehmen. Halten. Genau, mich mal ein bisschen heilen wieder. Weil die Dinger machen Schaden, wenn ich, die in der Hand halte, wollte ich sagen. So, warte mal. Jetzt müssen wir zum nächsten. Vielleicht sollte ich mir erstmal den da hinten nehmen, der da hinten ist. Der ist zwar ein bisschen Offroad, aber egal. Da müssen wir ja nur ein kleines Stück hier reinfahren, das geht ja. Wo ist er denn? Da oben drauf war? Ich glaube, irgendwo da oben drauf war der. Dann parke ich jetzt das Auto mal hier. Sieht aus wie eine chillige Stelle. Und renn mal schnell da hoch. Kann das sein, dass ich weniger geheilt werde als in der Demo, wenn ich diese Konserven zu mir nehme? Es kommt mir ein bisschen so vor, als würde ich weniger geheilt werden. So, ich hoffe, der komische Zapfen da unten kriegt das jetzt nicht spitz, dass ich hier oben bin. Komisches Geräusch. Oh Gott, da sind wieder diese hässlichen Puppen. Schnell weg, renn. Okay, das ist schon der zweite Anker, immerhin. Diese komischen Puppen. Irgendwann laufen die mir bestimmt noch nach, diese komischen Puppen. Das wird bestimmt noch so eine ganz, ganz schlimme Sequenz geben, wo die mich verfolgen. Steck's rein, komm. Hab ja sich immer die Tür im Gesicht rammelt, ey. Krieg ich immer Plack. Okay, zieh das Ding. Okay, sauber. Achso, das ist jetzt schon soweit. Wenn ich absolut ready bin to leave. Alles klar, schnell weg, da ist wieder Spratzelmann. Ja, ich meine, gut, wir haben ja jetzt einiges geplündert, ne, schon? Also, was heißt einiges geplündert? Ist ein bisschen zu viel gesagt, wa? Aber ich meine, ich glaube, man kann hier eh später nochmal hin. Das war ja auf der Karte markiert als möglicher Ort. Okay, warte, dann machen wir das jetzt. Wir aktivieren das jetzt. Portal verknüpfen. So, ich hatte, glaube ich, beim zweiten Mal das hier genommen. Ja, warte, nu, ach so, warte mal, ich muss mal hier anziehen. Ich hatte, glaube ich, das hier genommen. Genau. Ah ja, Sturmwarnung. Mach es. Komm, fahr. Zieh. Fahr. Ja. Ich beeile mich. Okay, mal gucken, ob ich es diesmal gleich beim ersten Versuch schaffe. So, hier, da links ist es, genau. Also sollte ich eigentlich, wir haben es ja im Endeffekt schon mal gemacht. Oh nein, da ist der Typ. Ausweichen, der darf mich nicht fangen. Das ist aber neu, dass der hier ist. Dass der hier patrouilliert. Oh mein Gott, warte mal. Wir müssen an den Bäumen auf jeden Fall vorbei. Und nicht gegen irgendwelche hässlichen Hindernisse fahren jetzt. Ja, sieht aber gut aus. Das schaffe ich locker. Das schaffe ich locker. Das schaffe ich locker. Das schaffe ich locker. Yes. Nice. Und sogar kaum Schaden, bis auf das rechte Vorderlicht. Oh, well, well. Nicht schlecht. Oh, alive. We're certain if the zombie ich lebe. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, they've been rodents. Tö. It's not like it's completely gleich erst mal heilen. Anyway, it worked. So, you should have made it back with everything you could. That's the beauty of the gateway. Geschafft. Back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. Meine Marbles sind alle intakt, genau. Assembling an antenna with those parts.
Baue die Antenne. Gehe ins Hinterzimmer. Brich die Hinterzimmertür mit deinem Impulshammer auf, okay? Die Tür machen wir auch gleich auf. Ja, komm, mach es. Ja, mach es doch, komm. Dieses Gedrückthalten immer, diese Mechanik mit dem Gedrückthalten. Aha, okay. Antenne herstellen sollen wir. Fertigen? Genau. So, da ist er angekommen. In den Händen tragen. Installationskit. Die müssen wir jetzt oben anbringen. Genau, so war das. Ich erinnere mich. Und dann haben wir die Demo-Inhalte tatsächlich schon wieder abgehakt. Direkt in der ersten Episode. Das ist doch nice. Und da baut es sich auf. Der Wahnsinn. Nice. Yes. Einen Moment der Initialisierung soll ich ihm geben. Autowartung. Baue eine Handbremse ein. Ich habe mich schon in der Demo gewundert, dass es keine Handbremse gibt. Hole die Handbremse aus dem Lagerschrank. Jetzt wird's lustig, meine lieben Freunde. Ab jetzt kommt der neue Inhalt. Der absolute Wahnsinn. Oh, was ist denn hier alles drin? Lauter Schätze, ey. Guckt euch das mal an. Oh Gott, die Handbremse ist riesig. Moment, ja, ich sollte vielleicht erstmal ein paar Sachen weglegen. Das hier wird aber auch schon langsam ganz schön voll alles, Leg mal das Ding mal hier rein. Ich meine, gut, ich könnte es auch in die Hand nehmen, ne? Oder? Ja, kann ich. So, Handbremse in der Hand, genau. Baue die Handbremse in den Motorraum ein. Yes, ich habe endlich eine Handbremse. Sauber. Ich bin der beste Automechaniker, wenn ich das mal sagen darf. Einfach gesehen und sofort eingebaut. Hervorragend. So, hier, nimm mal da noch das. Genau, was hier drin ist. Oh, okay. Kriege ich jetzt auch endlich mal einen vernünftigen Kartoffelraum. Alter. Was zum Teufel? Ich hätte gerne mal einen vernünftigen Kofferraumwand eigentlich. Was habe ich denn da jetzt genommen? Was ist denn das? Ah, da. Okay, alles klar. Die Antenne hat sie installiert und initialisiert. So, warte mal, was ist denn hier noch drin? Lauter Teile. Ein Handstaubsauger, nein. Eine primitive Platte. Oh, eine Stoßstange, warte mal. Die möchte ich gerne auch noch installieren. Ist bestimmt sinnvoll. Hatten wir vorne schon eine? Ja, hinten? Das ist mehr ein Stahlträger oder so, ne? Aber ich meine, besser als nix, würde ich mal sagen. Schön mit den Kabeln da. Oh Mann. Nutze den Transportkoffer, um gesammeltes Material auszuladen. Ach, dafür ist der da. Kann ich den in die Hand nehmen? Ja, tatsächlich. Ah, da kann ich dann das Zeug reinpacken, was ich gefunden habe. Okay, verstehe. Leg das mal hin. Ja, weil da, genau, da kann ich nämlich das reinpacken. Sehr schön. Kann man den dann auch hinten auf die Ladefläche packen? Nee, oder? Ich glaube, es ist schon schlauer, wenn wir das alles hier lassen, oder? Gut, die Flares könnte ich eventuell gebrauchen vor Ort, wenn es dunkel ist oder wenn ich irgendwo was suche, wo es dunkel ist. Das Medkit sollten wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen, glaube ich. Das sollten wir nicht, gibt es vielleicht schneller, okay, weil wenn wir Shift drücken und so, geht das, glaube ich, ein bisschen fixer, wa? Machen wir halt mal so, das andere brauchen wir ja im Endeffekt fast alles so, ne? Sehr schön. Guck mal, Plattentüren und Stoßstangen installieren, sagt er. Türen. Türen? Was denn für Türen? Hier ist doch nur noch eine primitive Platte. Wo kann die denn noch hin? Hatten wir hier auf der Seite schon? Ah, hier kann noch eine hin. Scheinwerfer in gutem Zustand. Achso, den muss ich auch noch reparieren. Vielleicht nicht mit dem Reparaturkit, was wir da drin haben. Ich wette, ich muss jetzt Einzelteile machen. Oh ja, Quatsch, Einzelteile, Ersatzteile.
Mach mal die Motorhaube zu. Genau, so, warte mal, irgendwas war hier noch kaputt. Der hier, genau. Da ist er wieder repariert. Das Ding war auch jetzt nicht unbedingt so geil in Schuss. Und an dieser Stelle endet diese Folge Pacific Drive. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Pacific Drive, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode. Bis dann, ciao, ciao.